und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Da hinten sehen wir in weiter Ferne immer noch den Wirbelsturm, der hier durch diese wunderbare Ortschaft, durchgefegt ist. Hier ist ein Verletzter. Wir wissen noch nicht, wie er heißt. Wir scheinen ihn aber zu kennen. Und ja, beim letzten Mal haben wir die Tür zur Kapelle geöffnet, was für uns jetzt natürlich bedeutet, dass wir auch in diese Kapelle hineingehen. Und ja, ich saß eigentlich jetzt den ganzen Vormittag daran, die zwei Videos zu rendern, bearbeiten, Thumbnails zu machen, die alten Videos, die auf meinem Kanal sind, weiterhin zu löschen. Es werden nur wenige, wirklich nur wenige Playlists übrig bleiben. Einige Let's Plays werde ich bestimmt nochmal neu aufnehmen irgendwann, wenn ich Lust, Laune oder Zeit für diese Spiele habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, also, ne, wenn euch das Video gefällt oder ihr Kommentare oder Anregungen oder sonstiges habt oder wenn ihr auch, ne, auf Discord oder sowas Fragen habt, dann stellt sie gerne und ihr dürft auch gerne abonnieren. Like da lasst, ist alles kostenlos und keine Pflicht. Es reicht mir auch schon, wenn ihr einfach nur da seid und euch an meinen Videos erfreut. Aber ich bin natürlich auch für jeden Support dankbar. So, genug Eigenwerbung, jetzt können wir weiter. Nein, das wird auch nicht bei jedem Part kommen, das wird immer so ab und an mal kommen. Einfach um euch auch mal Danke zu sagen und ne? Einfach um euch auch so ein bisschen was zurückzugeben. So, rein in die Kapelle. Ja, ja. Ordentlich sieht anders aus. Vier Fragmente fehlen. Okay, uns fehlt selber noch eins. Also können wir hier gerade noch nichts machen. Da geht es nur wieder zur Straße. Das Ding können wir hier wegschieben. Der Fußboden wurde geflickt. Okay, können wir aber soweit auch nichts machen. Ah, aber hier können wir wimmeln. Wir brauchen einen Universalschlüssel, eine Taschenlampe und eine Glühbirne. Die Taschenlampe haben wir. Einen Universalschlüssel. Und Glühbirnen. Nummer 1. Nummer 2. Versteckt sich da oben. Gut. Gebetskerze, Öllampe und Säge. Von Öllampe und Säge brauchen wir jeweils zwei. Eine Säge. Eine Öllampe. Also ich frage mich manchmal, wieso die Leute sich hier einfach mal so dieses ganze Zeug dahin stopfen. Da ist die zweite Öllampe. Da findet man noch nichts wieder. Das sind so richtige Messies. Na gut, okay, wenn das alles durch den Sturm hier durcheinander geweht wurde. Lol, hingen zwei Sägen nebeneinander. Okay. Dann ist das schon verständlich, dass durch so einen Sturm, dass das hier alles durcheinander ist, aber... ja, ne? So, eine Gebetskerze brauchen wir noch. Eine Gebetskerze. Ich selber habe sie noch nicht gefunden. Ihr denkt doch wahrscheinlich einfach nur so, Gott, ist sie blind. Das ist doch da direkt. Ja, nee. Nicht ganz. Nicht ganz. Ah, okay, wir gucken jetzt mal weiter. Muschel, Rosette, Besen. Ah, ja. Rosette, Besen und Muschel. Muschel ist da. Da habe ich vorhin schon mal drauf geklickt. Zumindest meine ich, dass ich da mal drauf geklickt habe. Rosette. Da sind Gebetskerzen. Rosette und Besen. Besen und Rosette. Ist Rosette nicht das, was man beim Reiten bekommt? Das war eine Rose. Das war keine Rosette. Oder meinen Sie den, ne? Also die hintere Rosette. Okay.
Ich sehe aber, weißt du, ein Besen sollte eigentlich recht groß sein da. Ich wollte gerade sagen, den Besen müssten wir noch eigentlich finden. Gut, die Rose setzen sich jetzt gerade nicht. Pfeif und Brille. Die Brille habe ich schon entdeckt. Die Pfeife. Pfeife, 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 Pfeife. Pfeife, Pfeife. Pfeife. Okay, das war eine Rosette. Also doch was ganz anderes, als ich gedacht habe. Pfeife. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Pfeife zu finden. Ja, doch, wahrscheinlich schon, wenn ich sie nicht finde. Ich brauche eine Pfeife. Ich brauche eine Pfeife. Ich sehe keine Pfeife. Den Schuh, ich sehe Blumen. Feder. Es könnte aber auch so eine Fußballpfeife sein, ne? Müsste nicht mal unbedingt eine Pfeife zum Rauchen sein. Rein theoretisch. Wobei ich dennoch keine finde. Finde mit PF, genau. Leute, hier ist keine Pfeife. Also doch, hier wird irgendwo eine sein, ich weiß es. Mehr Gott nochmal. So blind kann doch keiner sein. Doch, auch da kenne ich die Antwort. Ich. Ich habe jetzt gefühlt schon auf alles geklickt. Okay, wenn ich es jetzt gleich nicht finde, dann gebe ich auf. Ich meine, es ist keine Schande, wenn man es nicht findet. Nein! Och, ernsthaft? Okay, das war allerdings eine Schande. Eieieiei. Okay, warte, ich muss mich einmal kurz und jetzt schon anziehen. Hier im Kellerchen ist es doch ganz schön kühl geworden. Ich meine, es ist jetzt gerade, oder jetzt kommt gerade der September. Aber es ist halt trotzdem schon so mega kalt. Scheiße, ich habe die Jacke falsch. Leute, kennt ihr das, wenn ihr einfach mal die Jacke so komplett falsch rum anzieht? Nee, ey. Nee. Gut, Taschenlampe. Ah, mit der Taschenlampe können wir doch jetzt in dem, in der Gaststätte, also was heißt Gaststätte, in dem Hotelzimmer, wo wir da unser Zimmer haben. Da war doch im Keller... War es doch so mega dunkel. Da könnten wir doch jetzt bestimmt mit der Taschenlampe reinleuchten. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So, hier. Oh Gott.
He isn't dead, is he? Doch. Mord oder Selbstmord? Okay. Vielleicht Mord und er wurde einfach nur zum Selbstmord getrieben. Und ein Seil nicht viel nütze. Was haben wir hier? Da schwimmt ein Korken im Wasser. Doch, er ist zu weit weg. Okay. Oh, und das nächste Wimmelbild. Geil. Okay, Schneeflock, Spielkarte, Mausefalle. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir besser sind als eben. Spielkarten, Schneeflocke und Mausefalle. Schneeflocke, Mausefalle. Tambourin, Mikrofon, Fußball. Fußball. Da hinten ist der Fußball. Mikrofon und Tambourin. Tambourin und Mikrofon. Mikrofon. Wo ist das Mikrofon? Das ist ein Grammophon. Da! So ein altes. Schere, Besen, Puppen. Puppe. Komm her, Püppchen. So, Besen. Okay, das ist ein Pinsel. Ich weiß, dass es ein Pinsel ist. Um Gottes Willen, nicht gesenkt. Ich verwechsel den Besen mit einem Pinsel. So, da war der Besen. Da ist die Schere. Helm und Beil. Helm und Beil. Helm. Beil. Beil. Okay. Das hat sogar mal ganz gut geklappt. Da kamen wir ja jetzt nicht weiter. Und, was hast du da? Ich kann es nicht länger tragen. Ich war blind, wie all die anderen. Ich sehe ihre Gesichter. Unablässig. Sie kommen aus der Dunkelheit. Sie schreien und schreien. Und ich sehe das Mädchen unter ihnen. Ich hätte helfen können. Thomas Walker, 10. Oktober 2011. Okay. Ja. Das hatten wir, glaube ich, alle schon. Er hat lediglich einen Gegenstand von der Kommode genommen. Eine Art Dolch in einer Plastiktüte. Das muss ein Beweisstück gewesen sein. Ein Beweis wofür? Ein wichtiges Beweisstück? Im Keller liegt eine Leiche und ein Abschiedsbrief. Warum würde er sich umbringen wollen? Fühlte sich schuldig. Warum? Ah, und da kommt dann der Fremde. Okay. Gut. Wir haben jetzt ein Beil. Kommen wir da rein? Ja, kommen wir. Ah, das ist zu weit weg. Okay, schade. Zumindest gibt es hier irgendwas, das nicht so aussieht, als sei es 50 Jahre alt. Das stimmt. Einmal. Der Griff für das kalte Wasser fehlt. Alles funktioniert doch. Es fließt kein Wasser durch die Rohre. So, warte, kann ich das? Ja, das kann ich immer mitnehmen. Ah ja. Abschneiden. Ringe einsetzen. Zusammenschieben. Schlüssel festschrauben. Schussring, Klemmring, O-Dichtung. Okay, damit würde sich mein Freund sehr gut auskennen. Okay, warte mal. Das sind die O-Dichtungen. Klemmring. Okay. Ach ja. Oh Gott.
Okay, einmal, zweimal. Und Wasser funktioniert. Okay. Mehr scheint es aber auch nicht zu geben. Schade. Hi. Detective, it's you. You're still... Thank good... Oh. Oh. I'm wounded. I don't have much time. Listen, the truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late and save yourself. Oh, no, not again. To go. He's calling. Lol. I have to go. He's calling. I have to go. Ja, okay, du wiederholst dich. He's calling. Okay. Schon etwas seltsam. Könnte das vielleicht zum... Okay, nee. Könnte nicht. Huch. Nee. Hier, da kommen wir ja noch nicht rein. Hier. Okay, hier kommen wir halt auch noch nicht weiter. Kommen wir auch noch nicht hoch. Hier gibt es soweit nichts. Hier ist noch was. Merkwürdig. Eine scheinende Glocke und ein Mann, der über den Menschen thront. Und dieser Glockenschwengel? Okay. Sehe ich aber halt auch noch keinen Zusammenhang zu den anderen Sachen. So, sauberer Lappen. Wofür können wir jetzt einen sauberen Lappen gebrauchen? Hm. Nee. Ah, hier können wir wimmeln. Okay, Bananenschale, Kleiderbügel und Billardkühe. Ja, den Billardkühe sehe ich. Die Bananenschale auch. Und den Kleiderbügel auch. Ey. So. Kissenbezug, Gießkanne, Teddybär. Den Teddybär haben wir. Die Gießkanne da. Und ein Kissenbezug. Das könnte jetzt etwas schwieriger... Okay, nee, doch nicht. Törtchen, Schlange, Lippen. Törtchen? Schlange? Lippen? Socke, Brille, Kleid.
Kleid. Socke, Brille. Wow, das ging schnell. Ich hab alles auf Anhieb gefunden. Wir haben ein Billardkö. Warte, mit dem Billardkö können wir jetzt. Bestimmt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Ding runterholen. Oh lol. Well, if that wasn't an ill-timed gust of wind. Ja, in der Tat. No, you were wrong. You're still in great danger. He murdered them all. Can you imagine? But it's not over yet. Here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Okay. Fallordner Maple Creek. Ein Fallordner, ein sehr alter noch dazu. Wem er wohl gehörte. Sein Haus muss einbrechen. Regelmäßig und niemals zu spät. Kein einziger. Eine Sekte. Alles, was von einem alten Notizbuch übrig ist. Liegen hier noch mehr Zettel herum? Ja, da ist... Ah, ein Reliefstück. Okay. Anleitung. Hier ist ein Puzzle. Dreh die Teile und verschiebe sie, um das Bild wiederherzustellen. Okay. Ja, das ist richtig. Okay, das passt dahin. Das dahin und das dahin. Das hierhin. Das dahin. Das dahin. Nein, das drehen wir einmal so hin. Dann passt das dahin. So hin. Dahin. Und das letzte Teil. Und es ist wie durch Geistern wieder zusammen. So, Metallrelief. Warte mal. NNE 22. Hier liegt auch was. Zertifizierter Privatdetektiv. Fall Nummer 1039. Detektiv Richard Hamilton. Hillington, Vermont. Schütten. Okay. 802. Beschreibung. Notizen. Emily Smith, 23, ging im Wald um Maple Creek spazieren. Verließ ihr Haus am 3. Juli 1980. Eine Serie von Entführungen. Vermute, dass sie ums Leben gekommen. Alle Opfer sollten Beweise sammeln. Okay. Oh ja, okay. Den Tipp wollte ich gerade gar nicht. Ich hatte schon geahnt, dass ich da irgendwie hin muss. Hamilton. Und das könnte eigentlich auch zu Hamilton gehören. Okay. Ich erinnere mich. Er hielt sie in der Hand, als wir uns unterhielten. Ich muss herausfinden, was in dieser Tasche ist. Was enthält sie? Ich fand die Tasche mit den alten Fallordnern darin. Leider hat der Wind sie fast alle zerstreut. Worüber geben sie mir Aufschluss? Der Aufschluss. Vielleicht kann ich einige Akten finden. Ja, der Ordner muss Detektiv Hamilton gehört haben. Auch er suchte nach einem vermissten Maple Creek. Wenn ich seine Notizen folge, könnte ich dem Ganzen hier auf die Spur kommen. Finde Kate, bevor es zu spät ist. Okay.
Zwecklos, zwecklos, zwecklos. Okay. Und zwecklos. Mit den anderen Seiten kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. So, und hier wurde ich das Ding... Das Ding... Das... Was? Ah. Könnte mir vorstellen... Nach der Reihe... Okay. Dann bleibt nur noch eins. Und da fehlt ein anderes Relief. Das ist aber echt nicht einfach, ne? Ah, hier ist auch noch was. Der Prediger. Die Einwohner hatten große Stücke auf dem Prediger, doch mir bereitet er Unbehagen. Ja, ne? Gut, ich würde aber sagen, das reicht erstmal für den dritten Part. Wir sind bei fast 30 Minuten. Also würde ich sagen, beenden wir hier den Part erstmal. Ich hoffe, er hat euch dennoch gefallen. Und ja. Wenn, könnt ihr gerne Feedback da lassen. Gerne auch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr gern uns den Sampfruten beitreten wollt, hier bei YouTube, bei Twitch oder im Discord, könnt ihr das gerne machen. Ich würde mich freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao! When why?